Liebe Mitglieder des Wirtschaftsbeirats Bayern, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zur Online-Veranstaltung des Tourismusausschusses mit dem Titel Die neue Kundengeldabsicherung im deutschen Reiserecht. Als im September 2019 der Reiseveranstalter Thomas Cook und seine Töchter Insolvenz anmelden mussten, wurde schnell deutlich, dass dies sich zur größten Pleite in der Geschichte der Reisebranche auswachsen würde. Pauschalreisen waren auch 2019 schon nach der EU-Pauschalreiserichtlinie gegen die Insolvenz eines Reiseveranstalters versichert. Allerdings hatte die Bundesregierung in Deutschland bei der Umsetzung dieser EU-Richtlinie die Haftung je Versicherer auf 110 Millionen Euro begrenzt, was nach Ansicht vieler Juristen und Marktbeobachter nicht den EU-Vorgaben entsprach, nach denen eine solche Richtlinie auch wirksam sein, also die volle Haftung umfassen müsse. Die Schadenssumme bei Thomas Cook belief sich auf 290 Millionen Euro, die Versicherungssumme auf jene 110 Millionen Euro. Von dieser zog die Insolvenzversicherung nochmal 60 Millionen für die Rückholung von Urlaubern aus den Zielgebieten ab. Es verblieben also circa 50 Millionen Euro für die Schadensregulierung und eine Deckungslücke von 240 Millionen Euro. Es drohten Klagen, die eine Haftung des Staates fordern. Angesichts dieser Situation entschloss sich die Bundesregierung, die Differenz von 240 Millionen zu übernehmen und ein neues Kundengeldabsicherungssystem auf den Weg zu bringen. Vor wenigen Wochen nun hat die Bundesregierung die Eckpunkte eines neuen Kundengeldabsicherungssystems vorgestellt. Florian Dukic, Mitglied im Wirtschaftsbeirat Bayern und Partner der auf Reiserecht spezialisierten Kanzlei Hütten Dukic Knöll oder Knöll Hütten Dukic, wird jetzt erläutern, mit welcher Absicherung die Urlauber künftig rechnen können und was dieses Gesetz für die Veranstalter bedeutet. Ich hoffe, dass wir mit dieser Veranstaltung ein wenig Transparenz in die Branche bringen können und viele Ihrer vielleicht vorhandenen Fragen beantworten können. Und darf jetzt Florian Dukic beginnen, erbitten, mit seinem Vortrag zu beginnen. Vielen Dank. Vielen Dank, auch an dich, Karl-Heinz, für die einführenden Worte. Ich steige gleich ein, denn wir haben ja gar nicht so wahnsinnig viel Zeit, eine Stunde, und werde jetzt gleich die Präsentation hochschalten. Würde Sie dann bitten, Ihre Fragen, wenn Sie welche haben, in der Chat-Funktion zu stellen. Die werden dann zum Ende der Präsentation aufgegriffen. Ich werde also nicht die ganze Zeit schielen, was da gefragt wird. Also entweder die Fragen bis zum Ende sich merken oder dann ad hoc in dieser Chat-Funktion stellen. Und wir werden sie dann zum Ende der Präsentation klären. Ich steige gleich ein in das Thema, denn es ist tatsächlich ein historisches in der Geschichte des Reiserechts. Jetzt hakt bei mir nur der Präsentationsmodus. Eine Sekunde. So. Ich komme also von der Kanzlei Noll Hütten Dukic Rechtsanwälte. Wir sitzen in München. Der Altpartner Noll sitzt in Stuttgart. Der ist ein Urgestein des Reiserechts. Der ein oder andere von Ihnen wird ihn vielleicht auch kennen. Der ist also seit 30 Jahren im Reiserecht unterwegs. Mein Kanzleipartner Herr Hütten und ich sind aber auch keine Novizen, mittlerweile seit über 20 Jahren beide in der Tourismuswirtschaft unterwegs, beide ehemals bei einem Großveranstalter bei FTI Touristik in der Rechtsabteilung gesessen. Da habe ich zuletzt die Rolle des Group General Counsels begleitet und mit diesem Know-how, das wir also über Jahrzehnte bei FTI gesammelt haben, bedienen wir jetzt Mandanten in der gesamten deutschen Reisebranche, sowohl im sogenannten Auslands-, also Outbound-Tourismus, wie aber auch im Inlandstourismus, Tourismus-Marketing-Gesellschaften deutschlandweit, wie auch Gastgeber und Hotelgesellschaften innerhalb Deutschlands.
Wir haben uns ganz dem Reiserecht, Reise- und Tourismusrecht verschrieben und sind auch wirklich nur auf der Seite der Tourismuswirtschaft unterwegs, vertreten also keine Verbraucherkunden, sind bestens vernetzt in den einschlägigen Verbänden, insbesondere beim Deutschen Reiseverband, aber auch beim DTV. Beim Deutschen Reiseverband besetzen wir auch den Rechtsausschuss mit, außerdem den Compliance-Ausschuss und den Ausschuss für Betrugsbekämpfung. Und auch ansonsten gibt es also alle möglichen Mitgliedschaften, die dafür sorgen, dass wir einfach unseren Finger am Puls der Touristik haben. Hier ein kurzer Überblick über das, was wir heute besprechen werden. Zunächst mal kurz anreißen das Thema, das ja im Grunde auch schon von Karl-Heinz Jungbeck ganz wunderbar eingeleitet wurde. Nochmal ganz kurz, worum geht es denn eigentlich? Ein Blick zurück dann in Punkt 2 in die Geschichte der Kundengeldabsicherung. Und dann geht es in die unter Punkt 3 tatsächlich dann um die Frage, warum die neue Regelung, und in Punkt 4, wie sieht die neue Regelung konkret aus? Bevor ich fortführe, ganz kurz nur, Sie werden sich vielleicht fragen, warum hat er da so ein schlecht sitzendes Sakko? Das liegt daran, dass ich bandagiert bin. Eine Wespe hat mich am Wochenende erwischt und insofern komme ich in kein Sakko rein, und ich bitte Sie um Verständnis, dass ich heute auch kein Hemd entgegen meiner sonstigen Angewohnheit im Zuge solcher Sitzungen trage. Ganz einfach, weil ich in kein Hemd reinkomme mit dieser Bandagierung. Also, wir steigen ein in die Frage, worum geht's? Es geht darum, das dürfte den meisten von Ihnen bekannt sein, dass also es durchaus üblich ist in der Reisebranche, dass für Reiseleistungen von Verbrauchern Vorauszahlungen genommen werden. Hintergrund ist vor allen Dingen der, dass die Leistungsträger, auf die die Reiseveranstalter zurückgreifen, oftmals auch im Vorhinein Zahlungen fordern und insofern also auch der entsprechende Liquiditätsbedarf bei den Reiseveranstaltern gegeben ist. Die Reiseveranstalter wiederum sind über gesetzliche Vorgaben, aber vor allen Dingen auch Vorgaben der Rechtsprechung gehalten, jetzt auch nicht mit zu großem Vorlauf hier den kompletten Reisepreis zu vereinnahmen, sondern Portionen des Reisepreises bei meistens 20% bei Buchung zu vereinnahmen und dann so etwa 45 bis 30 Tage vor Abreise den Rest. Und nachdem wir vorhin auch schon über Thomas Cook gesprochen haben, aber auch ganz generell natürlich schon die ein oder andere Insolvenz in der Touristik gesehen haben, die Touristik ist ja krisenanfällig, sieht man jetzt auch in der Corona-Krise natürlich, besteht da ein definitives Ausfallrisiko des Verbrauchers. Und um dieses Ausfallrisiko aufzufangen, gibt es eben diese gesetzliche Kundengeldabsicherung, die sicherstellen soll, dass also diese Anzahlungen, die man geleistet hat, nicht mit dem Veranstalter in der Insolvenzmasse landen, sondern dafür jemand bürgt. Das Gleiche gilt auch im Hinblick auf die Situation, dass ich also in die Destination reise als Kunde und dann in der Destination feststellen muss, der Leistungsträger, der Hotelier etwa in der Destination ist nicht bezahlt worden und ich werde nochmal zur Kasse gebeten und wenn ich zurückkomme, stelle ich fest, dass mein Veranstalter in der Insolvenz gelandet ist. Um das zu vermeiden, also auch hier die Kundengeldabsicherung. Wie sieht die aus? Die sieht eigentlich schon eine ganze Weile dergestalt aus, dass also entweder eine Bankbürgschaft geleistet wird oder eine Garantie gegeben wird von einer Insolvenzversicherung. Da gibt es also verschiedene Anbieter im Markt. Und diese springt immer dann ein, wenn die vorgenannten Fälle, also Insolvenz,
vor Erbringung der Reiseleistung oder Insolvenz, während ich in der Destination bin und dann zur Kasse gebeten werde oder auch den Rückflug kaufen muss. In diesen Fällen springen also dann diese Bürgschaften oder Garantien ein und in der Regel wird das reguliert über eine Insolvenzversicherung. Es gibt eigentlich nur eine namhafte Ausnahme in der Branche. Das ist der Deutsche Reisepreissicherungsverein, der DRS. Das ist ein Verein, an dem zuletzt Thomas Cook, aber auch Rewe der Touristik und TUI teilgenommen haben. Die haben sich im Grunde gegenseitig Bürgschaften gegeben. Und auch das ist unabhängig von den Eckpunkten zur Änderung der Kundengeldabsicherung momentan unter näherer Beobachtung der BaFin, weil man hier davon ausgeht, dass hier die Deckung nicht reicht. Die derzeitige Kundengeldabsicherung, der Karl-Heinz Jungbeck hat es erwähnt, sieht außerdem vor eine Höchsthaftungssumme von 110 Millionen Euro. Und die haben ganz deutlich im Zuge der Thomas Cook-Insolvenz nicht gereicht. Die Kosten für die Absicherung, die werden in den Preis einkalkuliert. Die Absicherung muss seit dem 01.07.2018 mit oder im Zuge der Änderung des Pauschalreiserechts nicht nur der Reiseveranstalter stellen, sondern eine ähnliche oder nahezu identische Versicherung gilt auch für Anbieter verbundener Reiseleistungen. Was das genau ist, gehe ich nachher nochmal kurz drauf ein. Und dann werden also zum Beweis oder zum Nachweis, dass es diese Versicherung gibt, dass es diese Insolvenzabsicherung gibt, sogenannte Sicherungsscheine an den Reisekunden ausgegeben. Damit weiß der Reisekunde, aha, mein Reiseveranstalter ist auch ordentlich insolvenzversichert. Ohne dass ich diesen Sicherungsschein ausgebe als Reiseveranstalter oder auch als Anbieter verbundener Reiseleistungen, darf ich keine Kundengelder vereinnahmen. Das heißt, jede Rechnung, die ich an den Kunden rausschicke, die Vorauszahlungen vorsieht, muss auch gleichzeitig oder muss mit einem Sicherungsschein versendet werden. In der Praxis sind die dann meistens auf der Rückseite der Rechnung abgedruckt. Und wenn ich mich daran nicht halte, dann begehe ich eine Ordnungswidrigkeit, die also entweder zu einer Geldbuße oder im Wiederholungsfall auch zu einem gewerberechtlichen Untersagungsverfahren führen kann. Wie kommt es zu dieser Regelung, die wir da haben mit der Kundengeldabsicherung, so wie wir sie heute kennen? Schauen wir weit zurück ins Jahr 79. Da wurde der Reisevertrag zum ersten Mal als Vertragstyp, als eigenständiger Vertragstyp im BGB normiert unter den 651a BGB und damals noch ohne Kundengeldabsicherung. Es gab dann eine Pauschalreiserichtlinie, die im Jahr 93 hätte umgesetzt werden sollen, die auf deren Grundlage Deutschland eine Kundengeldabsicherung hätte einführen müssen. Das ist nicht geschehen. Das ist auch zunächst ohne Konsequenzen geblieben. Bis zum Schulfall, muss man eigentlich fast sagen, der Insolvenz des Veranstalters MP Travel Line. Dem einen oder anderen von Ihnen wird es noch was sagen. Schon vor meiner Karriere als Tourismusanwalt ist MP Travel Line ein beliebter Examensfall gewesen. Diese MP Travel Line ist also pleite gegangen, mitten während der Hochsaison. Die Kunden saßen fest an allen möglichen Flughäfen und Hotels rund ums Mittelmeer und waren auf sich allein gestellt und mussten also eigenes Geld in die Hand nehmen, um zurückzukommen. Und viele Kunden, die in Deutschland verblieben waren, mussten feststellen, dass ihr
Urlaub in diesem Jahr ausfällt, weil MP Travel Line also die entsprechenden Anzahlungen mit in die Insolvenz genommen hatte. Und im Zuge dessen hat man dann 1994 in Reaktion auf diese Geschichte damals die Insolvenzversicherung eingeführt, wie gesagt, mit der Haftungshöchstgrenze von damals 220 Millionen, nein, es waren 110 Millionen D-Mark, nicht 110 Millionen Euro, 110 Millionen D-Mark, das steht hier falsch. Damals ging man davon aus, dass das also dicke reichen sollte, auch im schwersten Fall einer Insolvenz. Dann machen wir einen großen Zeitsprung. Zuletzt waren wir im Jahr 1994, jetzt im Juli 2018. Da kam die neue Pauschalreiserichtlinie raus und die schrieb vor, europäische Richtlinie, also quasi eine Blaupause für die Gesetzgeber, für die nationalen Gesetzgeber in den europäischen Mitgliedstaaten, sieh zu, dass du eine ausreichende Deckung gewährleistest mit der nationalen gesetzlichen Regelung, die du da einführst, lieber nationaler Gesetzgeber. Und damals ist man dann trotzdem bei dieser Haftungshöchstgrenze von 110 Millionen Euro geblieben, obwohl es Großveranstalter gab, die, bei denen man wusste, wenn es da zu einer Insolvenz kommen sollte, dann wird der Schaden weit über diesen 110 Millionen Euro liegen. Die ganz Großen, die TUIs dieser Welt, die Thomas Cook, die Altours, die Schau ins Land, die FTI-Touristik, die waren also alle so groß, dass sie nur mit einer einzelnen Insolvenz schon weit über diesen 110 Millionen Euro liegen würden. Zudem ist diese Haftungshöchstgrenze von 110 Millionen Euro nicht nur so zu verstehen, dass man sagt, im Einzelinsolvenzfall müssen diese 110 Millionen Euro aufgefangen werden, sondern jeder Insolvenzversicherer muss pro Versicherungsjahr höchstens 110 Millionen Euro leisten. Das heißt, wenn er mehrere versicherte Veranstalter hat, die, also bei ihm versicherte Veranstalter hat, die in die Insolvenz geraten innerhalb eines Versicherungsjahres, dann kann er diese Insolvenzsummen wegen derer oder diese Kundengelder, wegen derer er zur Zahlung aufgefordert wird im Wege der Garantiehaftung, dann rückfordern beziehungsweise zusammenzählen und wenn er da auf über 110 Millionen Euro kommt, dann kann er letztlich hier auch sich auf die Begrenzung berufen. Dann eben diese historische Insolvenz von Thomas Cook, die also wie ein Beben durch die ganze Branche ging, weil natürlich da auch Zulieferer mit dran hingen und vor allen Dingen aber auch natürlich Kunden im Regen stehen blieben. Karl-Heinz Jungbeck hat es angedeutet, da haben diese 110 Millionen Euro hinten und vorne nicht gereicht. Und das wurde also sehr schnell klar, dass hier diese Regelung obsolet ist in Anbetracht dieser Insolvenz und dass es da was Neues geben muss. Dezember 2019 hat dann der Bund proaktiv reagiert und hat also angekündigt, dass man freiwillig, soweit die Insolvenzversicherung hier die Kundengelder nicht wird erstatten können, die Zahlungen übernehmen wird. Seit Mai 2020 ist es möglich, diese Forderungen auf einem Online-Portal des Bundes auch zu beantragen. Zudem haben wir zwischenzeitlich die Corona-Krise gehabt, die uns immer noch stark beschäftigt, natürlich in der Branche. Und auch hier gibt es einen Gesetzesentwurf zur freiwilligen Corona-Gutscheinregelung, also ein Gutschein, der sozusagen an Kunden ausgegeben wird, die ihrerseits schon Anzahlungen geleistet haben. Und statt
diesen Kunden jetzt Gelder zurückzuerstatten, hat der Reiseveranstalter in Zukunft eingeführt, ist das Gesetz noch nicht oder in Kraft getreten ist es noch nicht, aber es ist in den letzten Zügen des Beschlusses im Bundestag und Bundesrat. Wenn es dann mal beschlossen ist und in Kraft getreten ist, dann wird der Reiseveranstalter also diese Gutscheine ausgeben können. Und da ist jetzt spezifisch geregelt, diese Gutscheine und sozusagen die Zahlungen, die da einbehalten werden von den Reiseveranstaltern, die sind durch die derzeit gesetzliche Kundengeldabsicherung abgesichert. Und soweit aufgrund der Masse von Veranstaltern, die im Zuge der Corona-Krise derzeit in Gefahr ist, hier eine Beanspruchung von Kundengeldabsicherern jenseits dieser 110 Millionen Euro Grenze stattfinden sollte, dann würde auch hier freiwillig der Bund einspringen. Also auch hier im Zuge der Corona-Krise wird deutlich, dass der Bund erkannt hat für sich, aha, das reicht nicht, was wir haben, wenn hier tatsächlich nicht nur ein Großveranstalter in die Pleite geht, sondern eine Masse von mittelständischen und kleinen in die Pleite geht, dann werde ich auch jenseits dieser 110 Millionen Euro landen. Ja, und unabhängig davon ist jetzt zum 10. Juni sind diese Eckpunkte von der Bundesregierung aufgestellt worden, die also umreißen, wie in Zukunft das Kundengeldabsicherungssystem aussehen soll. Ganz kurz ein Blick nochmal, was gilt denn derzeit, wenn ich also Anbieter oder Vermittler einer einzigen Reiseleistung oder mehrerer gleichartiger Reiseleistungen bin? Mehrere gleichartige heißt entweder mehrere Beförderungsleistungen oder mehrere Unterkunftsleistungen, mehrere Mietfahrzeugleistungen oder mehrere sonstige touristische Leistungen. Wenn ich also nicht unterschiedliche Reiseleistungen miteinander verbinde, sondern nur gleichartige, dann unterliege ich keiner Insolvenzversicherungspflicht. Hier bleibt alles gleich. Das war vorher schon vor der neuen Pauschalreiserichtlinie so und ist auch immer noch so derzeit geregelt und wird auch in Zukunft so geregelt sein. Der Veranstalter einer eigenen Pauschalreise, der also jetzt diese unterschiedlichen Reiseleistungen zu einer Pauschale kombiniert und dieses Paket anbietet, als in eigener Verantwortung, in eigener Leistungsverantwortung, der muss einen Sicherungsschein stellen. Das ist eben der, der derzeit auf 110 Millionen Euro Haftungshöchstgrenze beschränkt ist. Der darf keine Kundengelder vereinnahmen, ohne dass dieser Sicherungsschein ausgestellt wird. Sonst drohen ihm Bußgelder auf Grundlage der Gewerbeordnung, wie gerade erwähnt. Der Vermittler einer Pauschalreise, also das Reisebüro oder das Online, der Online-Travel-Agent, der muss zwar keinen eigenen Reisesicherungsschein ausgeben, aber er muss oder darf auch keine Gelder vereinnahmen, ohne dass hier der Sicherungsschein des Veranstalters ausgegeben wird. Auch hier drohen sonst Strafen. Und der Anbieter verbundener Reiseleistungen, was ist das eigentlich für einer? Das ist auch einer, der zwei Leistungen kombiniert, aber nicht der Gestalt, dass er sagt, das ist ein Paket, sondern der Gestalt, dass er sagt, keine dieser Leistungen oder nur eine dieser Leistungen kommt von mir. Die anderen Leistungen, ich bin zum Beispiel der Gastgeber hier dieses Hotels, die anderen Leistungen kommen nicht von mir, die vermittle ich hinzu. Und wenn ich das also in einem zeitlichen Zusammenhang mache, entweder anlässlich eines Kundenkontakts oder anlässlich mehrerer Kundenkontakte innerhalb von 24 Stunden jeweils, dann bin ich eben in den verbundenen Reiseleistungen. Warum diese merkwürdige Regelung? Weil man aufgrund dieses zeitlichen Zusammenhangs ein bisschen aussieht wie ein Veranstalter. Und da hat irgendwie der europäische Gesetzgeber gesagt, hier müssen wir den Kunden wachrütteln und wir müssen den Kunden auch schützen. Auch der sozusagen hier in einem zeitlichen Zusammenhang
mehrere Leistungen bucht, die nicht zu einem Paket kombiniert werden, sondern hintereinander vermittelt werden, der muss irgendwie geschützt sein. Passt eigentlich nicht so ganz zum deutschen Reiserecht oder überhaupt zum deutschen Schuldrecht, denn eigentlich ist der Vermittler, wenn er Inkasso bevollmächtigt ist, bedürfte es eigentlich gar keiner Absicherung dieser Gelder, weil der Kunde sich immer auf leistungsbefreiende Zahlung berufen kann gegenüber dem Leistungsträger. Also gerade im Inlandstourismus, wenn ich hier einen Vermittler von einem Hotel habe und von einem Konzertticket etwa, und der vereinnahmt die Gelder für die beiden Leistungsträger und geht damit in die Pleite, dann kann der Kunde eigentlich immer sagen, liebes Hotel, das war dein Inkasso-Bevollmächtigter, ich habe schon an dich geleistet, du musst jetzt die Gegenleistung erbringen. Relevant ist es im Auslandstourismus, denn wenn ich dem Hotelier in Ägypten sage, ich habe schon leistungsbefreiend an deinen Agenten in Deutschland geleistet, dann wird der Hotelier wahrscheinlich wenig beeindruckt sein und mich trotzdem in der Lobby zur Kasse bitten. Also das ist so ein bisschen der Hintergrund, warum hier ein Sicherungsschein gegeben werden muss, wenn ich für eine dieser Leistungen, für eine oder für beide dieser Leistungen Gelder vereinnahmt habe als Anbieter verbundener Reiseleistungen. Wenn ich keine Gelder vereinbare, dann brauche ich auch keinen Sicherungsschein. So, warum also nun die Neuregelung? Im Grunde haben wir es schon ein paar Mal angedeutet. Wir haben im Grunde festgestellt, dass im Zuge der Thomas Cook-Insolvenz diese Kundengeldabsicherung, wonach eine Haftungshöchstgrenze von 110 Millionen Euro besteht, einfach nicht reicht. Und wenn man sich die Richtlinie anschaut, auf deren Grundlage das derzeit geltende Gesetz abgefasst wurde, dann muss man gar nicht Spezialist sein und auch nicht schon eigentlich auch gar kein Jurist sein, um zu sehen, dass hier einfach die Maßstäbe, die die Richtlinie anlegt, in Deutschland oder in der gesetzlichen Ausgestaltung in Deutschland einfach nicht ausreichend Berücksichtigung gefunden haben. Hier heißt es, ich muss also sicherstellen, dass die Erstattung aller von den Reisenden und in deren Namen geleisteten Zahlungen abgesichert sind. Naja, wenn ich eine Haftungshöchstgrenze habe und weiß, es gibt Großveranstalter, weiß, es gibt die Möglichkeit, dass mehrere Veranstalter innerhalb eines Jahres in die Insolvenz geraten könnten, dann habe ich diese Absicherung aller von den Reisenden geleisteten Zahlungen eben nicht gewährleistet. Außerdem heißt es hier, die nach vernünftigen Ermessen vorhersehbaren Kosten abdecken. Ja, Thomas Cook hat man vielleicht zwar nicht damit gerechnet, aber vorhersehbar ist es schon, dass mal auch ein Großer in die Pleite gerät. Und insofern wird hier also schon aus dem Richtlinientext deutlich, es besteht dringender Nachbesserungsbedarf. Die Lektion aus Thomas Cook hat uns das gelehrt, dass es diesen Nachbesserungsbedarf gibt. Wir sehen jetzt die Bestätigung in der Corona-Krise, dass es diesen Nachbesserungsbedarf gibt. Und das ist vielleicht auch noch ein interessanter Aspekt, den ich noch nicht angesprochen habe. Aber wenn ich sozusagen alle gleich behandle, den Kleinveranstalter wie die Riesenveranstalter wie TUI oder FTI oder Altours und alle in die gleiche Insolvenzversicherung schicke und alle gedeckelt auf 110 Millionen Haftung versichern lasse, dann ist der Kleine völlig überversichert, während der Große völlig unterversichert ist. Das Risiko, dass die Versicherung trägt. Das ist immer das Gleiche und je nach Bonität der versicherten Veranstalter wird es zwar Prämienunterschiede geben,
Aber jedenfalls im Hinblick auf das gesicherte Risiko wird es keine Prämienunterschiede geben. Und insofern habe ich also auch einen Wettbewerbsnachteil als mittelständischer oder kleiner Veranstalter, insbesondere als einer, der ordentlich sein Geschäft gemacht hat und nicht dessen Bonität nie in Frage stand, der steht schon im Nachteil zu einem, der vielleicht riesig ist, aber hochrisikoreich unterwegs und möglicherweise aber runtergerechnet auf die Einzelbuchung sehr viel weniger zahlt für diese Insolvenzabsicherung. Also auch von daher, Stichwort Level Playing Field, Chancengleichheit, faire Wettbewerbssituation, bestand dringender Handlungsbedarf, hier diese Regelung zu ändern. Das hat auch Frau Lamprecht erkannt. Wenn man da also auf der Website des BMJV schaut, äußert sie sich im Zusammenhang mit diesen Eckpunkten zur Insolvenzabsicherung zu den Gründen und letztlich stellt sie fest, also hier war nach Thomas Cook einfach dringender Handlungsbedarf und dem sind wir jetzt nachgekommen. Was kommt also? Ziel ist hier jedenfalls, das hat Frau Lamprecht ja auch so festgelegt oder in ihrem Statement kundgetan, die vollumfängliche Absicherung der Reisenden und zwar aufbauend zwar auf dem bestehenden Kundengeldabsicherungssystem, aber eben auch nicht dergestalt, dass ich sage, ich habe das bestehende Kundengeldabsicherungssystem. Momentan ist es beschränkt auf 110 Millionen. Man hätte ja jetzt auch einfach sagen können, na gut, dann hebe ich diese Beschränkung auf. Es bleibt bei der ganz normalen Insolvenzversicherung, aber die gilt nicht mehr beschränkt bis zu einem Höchsthaftungsrisiko von 110 Millionen, sondern unbeschränkt. Das wäre zwar denkbar, aber in der Praxis wahrscheinlich nicht möglich gewesen. Denn die Risiken, die die Versicherer in diesem Fall zu tragen gehabt hätten, die wären so groß und unkalkulierbar gewesen. Man hat schon gesehen, dass also schon mit der alten Regelung der begrenzten Kundengeldabsicherung immer mehr Versicherungsanbieter sich aus dem Markt verabschiedet haben, weil sie einfach dieses Risiko nicht mehr kalkulieren konnten, beziehungsweise wenn sie es kalkuliert haben, dann zu so hohen Prämien gelangt sind, dass die Veranstalter schon allein in Anbetracht der Konditionen, die man da hätte stellen müssen, mit Sicherheiten, mit Prämien und so weiter, an den Rand der Existenz gebracht worden wären. Und insofern hat es also nicht gereicht, einfach nur zu sagen, es gilt, was gilt. Und jetzt machen wir das Gleiche, nur dass die 110 Millionen Euro Haftungsgrenze wegfallen. Vielmehr war es notwendig, dass man hier ein neu strukturiertes System aufbaut. Und dieses System stützt sich auf dreigliedriges oder dreisäuliges System. Ich habe einmal, das erste Glied dieses Systems ist eine kollektive Absicherung über einen neuen Pflichtfonds, der also durch die Reiseveranstalter, durch die Beiträge der Reiseveranstalter finanziert wird. Wohlgemerkt, es geht hier nur um die Pauschalreiseveranstalterversicherung, das heißt die Absicherung von Kundengeldern im Zuge der verbundenen Reiseleistung, soweit ich das den Eckpunkten entnehmen kann, sind hiervon nicht betroffen. Geht hier nur um die reine Pauschalreiseabsicherung. Also, ich brauche oder es gibt eine Pflichtmitgliedschaft in diesem Pflichtfonds. Ohne dass ich nicht Mitglied bin in diesem Fonds, kann ich nicht Veranstalter sein. Es gibt außerdem individuelle Absicherungen durch den Reiseveranstalter in Form der Insolvenzversicherung oder der Bankbürgschaft. Eigentlich ähnlich dem, was wir heute haben. Möglicherweise oder sehr wahrscheinlicherweise, aber eben nicht unbedingt in der Höhe
also mit dieser 110 Millionen Euro Höchsthaftungsgrenze, sondern individuell sind hier sozusagen die Bedingungen dieser Versicherung festgelegt. Und dann als dritte Säule eine Art Rückdeckungsversicherung, eine Rückversicherung des Fonds. Wenn der Fonds ausfällt, dass dann sozusagen diese Rückversicherungen greifen können. Der Fonds, es ist Sache des Fonds und derer, die diesen Fonds verwalten, diese Rückversicherungen oder aber auch Kreditzusagen, um den Fonds aufzufüllen oder wenn der Fonds also überbeansprucht werden sollte, die entsprechenden Gelder im Wege der Kreditnahme aufzunehmen. Wie funktioniert das strukturell? Das schauen wir uns auch nochmal an. Wenn also es jetzt zu einem Insolvenzfall käme, dann haben wir wie gehabt erstmal die individuelle Insolvenzversicherung oder Bankbürgschaft, die da einspringt, des Reiseveranstalters. Wie gesagt, die wird nicht mehr unbedingt bis zu 110 Millionen Euro decken, sondern das wird, ich nehme mal an, die Deckungssumme wird hier sehr individuell auch sein, je nachdem, wie groß der Veranstalter ist, um den es da geht. Wenn das nicht funktioniert oder beziehungsweise überbeansprucht wird, wenn also die Grenze dieser individuellen Insolvenzversicherung ausgereizt ist und überreizt ist, dann springt sozusagen das nächste Sicherungssystem an. Das ist der Pflichtfonds mit dem Fondskapital, das dort liegt, im Wege von Beitragszahlungen der Reiseveranstalter, die sich über die Jahre angesammelt haben. Der fängt sozusagen alle auf, die durch diese private, individuelle Kundengeldabsicherung nicht aufgefangen wurde. Und soweit auch der Fonds hier nicht reichen sollte, haben wir nochmal ein Sicherheitsnetz. Das sind eben diese Rückdeckungsversicherungen oder aber auch Kreditzusagen, die der Fonds einholt, um dann allerletzte Sicherheit gewährleisten zu können, damit hier keine Zahlungen durchs Netz rutschen. Also, erste Stufe, individuelle Kundengeldabsicherung des Reiseveranstalters. Zweite Stufe, da kommt das Fondskapital und haftet, sofern es notwendig ist. Und wenn das nicht mehr ausreicht, dann tritt entweder eine Rückversicherung des Fonds ein oder der Fonds besorgt sich Kreditmittel, um die Haftungen dann auch bezahlen zu können. Wie soll jetzt dieser Pflichtfonds funktionieren? Also, dieser Pflichtfonds funktioniert dergestalt, dass keiner Reiseveranstalter sein darf, der nicht in diesen oder der nicht Mitglied in diesem Pflichtfonds ist. Und um in diesen Pflichtfonds zu kommen, brauche ich eine Eintrittskarte. Und diese Eintrittskarte ist die individuelle Absicherung, die ich vorlegen muss. Die individuelle Insolvenzversicherung, wie man so will, muss sozusagen gewährleistet sein. Das ist insofern ganz interessant, als dass ich ja ohnehin jeden heute schon, der als Reiseveranstalter unterwegs ist, in der Regel in einem Sicherungssystem habe, in einem individuellen System und insofern also auch administrativ da keine großen umwälzenden Geschichten passieren muss, sondern da bleibt wahrscheinlich jeder auf seinem Vertrag. Der wird vielleicht etwas modifiziert, nach unten oder nach oben korrigiert. Aber sagen wir mal, im ersten Schritt muss da gar nicht viel passieren. Und damit hat jeder, der dann weiterhin so eine Insolvenzversicherung hat, die Eintrittskarte zum Pflichtfonds. Mit dieser individuellen Versicherung oder auch Bürgschaft, Bankbürgschaft ist außerdem gewährleistet, dass ich sozusagen institutionelle Einrichtungen habe in Form der Insolvenzversicherung und der Banken, die sozusagen prüfen die Bonität und das Risiko des jeweiligen Reiseveranstalters, sodass ich also
auch als Pflichtfonds nicht meine Zehntausenden von Reiseveranstalter hier jeweils auf die Bonität prüfen muss, sondern zurückgreifen kann auf die Erkenntnisse der individuellen Absicherungsgeber. Wie soll das dann funktionieren? Wir wissen noch nicht genau, wann dieser Pflichtfonds kommt. Er soll noch vor Ende des Jahres kommen, so hört man. Ob das jetzt mit Corona tatsächlich gehalten werden kann, der Zeitplan, werden wir sehen. Aber jedenfalls soll also zunächst mal in der Aufbauphase auch der Bund die Absicherung gewährleisten. Also der Bund hat erkannt, mit diesen 110 Millionen kommen wir nicht weiter. Ich werde auch in Zukunft, sofern die 110 Millionen aus- oder überreizt werden, einspringen müssen. Und insofern hat man hier also schon reguliert, dass der Bund auch in der Aufbauphase erstmal einspringt. In welcher Höhe ist noch nicht festgelegt. Im ersten Jahr wird wohl jeder Veranstalter erstmal pauschal, möglicherweise nach Umsatzgröße, aber jedenfalls unabhängig von der Bonität zur Kasse gebeten. Wie das genau funktionieren soll, ist jetzt auch noch sehr grob skizziert in diesen Eckpunkten. Das ist noch nicht festgelegt, aber ich nehme mal an, da schaut man eben noch nicht so genau in die Bonität und das Risiko jeweils, sondern im Grunde nur beurteilt im Grunde die Umsatzgrößen und legt da wahrscheinlich dann eine Pauschale fest. Ab dem zweiten Jahr soll das dann aber anders aussehen. Da soll dann tatsächlich alles mit in die Berücksichtigung genommen werden. Also je geringer meine Bonität, desto höher mein Beitrag. Je höher mein Risiko, desto höher mein Beitrag. Das heißt, ein Großveranstalter, der eine geringe Bonität hat, der muss auch richtig substanzielle Leistungen an diesen Fonds abgeben. Ein kleiner oder mittelständischer Veranstalter, der sauber gewirtschaftet hat und insofern dessen Bonität insofern nicht in Frage steht und das Risiko überschaubar ist, weil die Umsätze nicht gigantisch sind, der zahlt weniger. Was ist Ziel und Zweck des Pflichtfonds? Naja, zum einen geht es natürlich oder vornehmlich geht es natürlich um die Absicherung der Kundengelder, aber gleichzeitig muss natürlich auch finanziert sein die Verwaltungskosten und die Struktur des Fonds. Es muss der Zielkapitalstock aufgebaut werden. Welcher das ist, das schauen wir uns gleich noch an. Und ich muss natürlich auch Mittel haben, um die Kosten einer Rückversicherung beziehungsweise die Kosten von Darlehen, die ich aufnehmen muss, um im Insolvenzfall hier entsprechende Gelder locker machen zu können zur Absicherung der Kundengelder, dann auch bezahlen zu können. Außerdem wird eine operative Struktur vorgehalten, die also im Ernstfall, im Insolvenzfall dann auch die entsprechende Abwicklung des Veranstaltergeschäfts übernimmt und insbesondere die Abwicklung der Repatriierung übernimmt. Auch das war bislang immer ein bisschen schwierig, weil hier die Insolvenzversicherungen im Grunde auch zurückgeschreckt sind vor dieser Aufgabe. Da sind dann zum Teil konkurrierende Veranstalter eingesprungen und haben das übernommen. Was nicht heißen muss, dass es vielleicht in Zukunft auch so sein wird, aber es gibt also zumindest eine zentrale Stelle, die sozusagen diese organisatorische Abwicklung dann leitet. Und die sitzt eben dann auch in dieser Fondsgesellschaft. Es gibt auch eine Größe oder eine Größenvorgaben, wie dieser Zielkapitalstock definiert sein soll. Da möchte man im Grunde sich orientieren am umsatzstärksten abzusichernden Reiseveranstalter und hier sozusagen einen ausreichenden Prozentsatz seines Vorjahresumsatzes nehmen. Man muss nicht den kompletten Jahresumsatz natürlich nehmen, weil ja natürlich immer nur ein Teil dieses Umsatzes je nach Anzahlungsstatus quasi im Feuer steht. Aber
sozusagen das, was der größte Veranstalter hier auf Grundlage seines Vorjahresumsatzes im Vorjahr stehen hatte an Kundengelder, das ist quasi das Benchmark für diesen Zielkapitalstock. Und dann schlägt man noch eine Sicherheitszulage drauf und geht davon aus, dass das dann reichen muss, um hier eine ausreichende Insolvenzabsicherung vorzunehmen. Was heißt es in den Auswirkungen oder für die Auswirkungen des Pflichtfonds? Das heißt, dass wir also tatsächlich einen umfassenden Schutz der Reisenden sichergestellt wissen. Und zwar in Form eines Systems, das eben ja, im Grunde wie ein mehrschichtiges Stufensystem funktioniert, sodass also hier auch eine gewisse Finanzierbarkeit dargestellt werden kann, gerade durch diesen Aufbau des Pflichtfonds, während gleichzeitig der Bund hier als Sicherungsgeber zur Verfügung stellt, solange der Pflichtfonds noch nicht ausreichend angefüllt ist, sorgt dafür, dass sozusagen zunächst mal die Auswirkungen wahrscheinlich nicht so wahnsinnig hoch sind. Es gibt noch nichts Konkretes, was das jetzt in Euro für den einzelnen Reiseveranstalter bedeutet. Sicherlich wird es eine Mehrbelastung geben. Möglicherweise wird es aber auch aufs Gleiche hinauslaufen. Also gerade die kleinen und mittelständischen werden sehen, ich muss nicht mehr diese einheitliche Kundengeldabsicherung mit Haftungshöchstgrenze 110 Millionen Euro nehmen. Ich kann vielleicht auch einen geringeren Schutz in Anspruch nehmen und trotzdem eine Eintrittskarte zum Fonds erhalten. Durch dieses mehrschichtige Sicherheitsnetzsystem ist also jedenfalls sichergestellt, dass, sofern die individuelle Versicherung nicht reicht, der Fonds einspringt und der Fonds zusätzliche Sicherheit einholen kann, indem er eben über Rückversicherungen und Kreditzusagen hier jeweils dafür sorgen kann, dass er ausreichend Gelder zur Verfügung hat. Ein weiteres Produkt eine weitere Auswirkung dieser Neuregelung ist zudem, dass wir hier also tatsächlich, denke ich, ein System haben, das individueller und konkreter eingeht auf die Bedürfnisse des einzelnen Reiseveranstalters und eben nicht mehr alles über einen Kamm schert. Ganz über einen Kamm wurde auch früher nicht geschoren, aber in Anbetracht dieser 110 Millionen Euro Haftungshöchstgrenze hatte ich es auch vorhin schon erwähnt, doch deutliche Wettbewerbsunterschiede zwischen den ganz Großen und den kleinen und mittelständischen. Und das ist, denke ich, nivelliert jetzt dadurch, dass die individuelle Absicherung auch individueller gestaltet werden kann, dass die Beiträge zum Fonds jedenfalls zukünftig, nicht im ersten Jahr, aber dann zukünftig abhängig gemacht werden von der Bonität und vom Risiko dessen, der da beitreten möchte zum Fonds. Und insofern also der zur Kasse gebeten wird, der mit wackeligen Zahlen riesige Umsätze jongliert, der muss dann einen höheren Beitrag zahlen und der solide mit mittelmäßig großen oder kleinen Umsätzen arbeitet, der wird nicht so stark zur Kasse gebeten. Das wäre also dann im Sinne einer fairen Wettbewerbssituation und also das Level Playing Field wäre wahrscheinlich nicht hundertprozentig hergestellt, aber doch zumindest sehr weitgehend. Und insofern halte ich eigentlich dieses Konstrukt für ein durchaus durchdachtes. Das hat man sich natürlich auch nicht in den paar Monaten einfach mal so ausgedacht, sondern hat auch tatsächlich zurückgegriffen auf Erfahrungen, die in anderen europäischen Ländern gemacht wurden, darunter die Niederlande und Dänemark etwa. Damit sind wir am Ende meiner Präsentation und ich freue mich auf Ihre Fragen, die hoffentlich zahlreich im Chat
eingegangen sind. Karl-Heinz, hast du da irgendwas vernommen im Chat? Erstmal vielen Dank Florian Dukic für die doch, wie ich finde, sehr aufschlussreichen Ausführungen. Im Chat sind Fragen aufgetaucht. Insgesamt liegen jetzt 4 Fragen vor, weil wir im Vorfeld der Veranstaltung auch schon eine eingehende Frage gehabt haben. Zum Teil wurden sie aus meiner Sicht schon beantwortet, aber ich glaube, wir sollten trotzdem nochmal darauf eingehen. Es lassen sich im Grunde genommen 2 Themenkomplexe herausarbeiten bei den Fragen. Es geht, das, was von dir auch angesprochen worden ist, zum einen um die Gerechtigkeit unter den Reiseveranstaltern. Die Frage war nämlich schon, nutzen die neuen Regelungen wieder den großen Veranstaltern und zahlen die kleinen für die großen mit? Ja. Das ist, glaube ich, ein Fragenkomplex, auf den man nochmal kurz eingehen sollte, da vielleicht nochmal eine klare Aussage. Der zweite ist die Frage, wie werden denn die Kosten umgelegt und werden Reisen jetzt teurer? Und wenn ja, wie ist die Einschätzung, um wie viel werden die denn teurer? Ja, vielleicht machen wir erstmal die beiden Komplexe und dann gibt es noch 2, 3 andere Aspekte, die wir auch noch besprechen sollten. Wunderbar. Ja, also zur Frage, ist die neue Regelung ausschließlich zum Vorteil wieder der Großveranstalter? Ist tatsächlich schwierig auf Grundlage dieses Eckpunktepapiers. Also wenn Sie sich das angeschaut haben, vielleicht hat der ein oder andere die Eckpunkte gesehen. Die sind ja, wie gesagt, seit 10. Juni veröffentlicht und auch im Internet abrufbar. Das ist ein Dokument von 3, 4 Seiten, wo also wirklich nur mal ganz grob umrissen wird, was haben wir denn vor. Ich denke, dass vom Grundansatz her, und das habe ich ja auch in meiner Präsentation anklingen lassen, schon ganz gute Maßnahmen getroffen werden, um hier eben nicht nur die Großveranstalter völlig unterschiedslos zu bevorteilen, sondern zumindest ist es Ziel dieses Pflichtfonds in Zukunft zu unterscheiden, wie groß bist du? Sprich, wie hoch ist das Risiko, das du mitnimmst? Wie hoch sind die Höchstsummen der Kundengelder, die da jeweils im Feuer stehen im Sommer, wenn du dein Hauptgeschäft hast und nicht Corona herrscht? Und zum anderen, wie solvent bist du? Wie gut ist deine Bonität? Davon hängt die Höhe deines Beitrags ab. Und insofern denke ich schon, dass, also wenn das jetzt ordentlich umgesetzt wird, wie gesagt, momentan haben wir nur diese Eckpunkte auf 3 Seiten mal grob zusammengeschrieben. Von den 3 Seiten ist auch nochmal eine recht langatmige Einleitung ins Thema drin. Also die Eckpunkte selbst, die machen vielleicht 1,5 Seiten aus. Da ist das zumindest mal so als Absicht festgelegt und jetzt wird man sehen müssen, wie konsequent zieht man das durch, wie konkret wird das auch gesetzlich ausgestaltet, wie das am Ende des Tages aussehen soll. Aber wenn diese Ziele, die man sich setzt, nämlich eine Bonitäts- und risikoorientierte Beitragsgestaltung tatsächlich Realität werden sollte, dann denke ich schon, dass wir hier es mit einem ganz guten System zu tun haben. Zur Frage, was kostet der Spaß? Es wird sicherlich für einzelne Veranstalter, vor allen Dingen für die Großen, denke ich, die nicht so wahnsinnig starke Zahlen haben oder gute Bilanzen haben, für die könnte es tatsächlich deutlich teurer werden. Ob jetzt auch der kleine und mittelständische Veranstalter hier stärker zur Kasse gebeten wird. Letztlich haben wir ein Sicherungssystem, das natürlich schon weiter greift und insofern insgesamt sicherlich teurer wird. Aber eben diese Unterscheidung macht. Wie groß bist du? Wie groß ist dein Risiko? Wie gut ist deine Bonität? Und insofern denke ich, wer also gut gewirtschaftet hat und kein riesiges Gefahrenpotenzial mitbringt,
in Form von Kundengeldern, die zu jeder Zeit im Feuer stehen, der wird am Ende des Tages im Einzelfall möglicherweise sogar günstiger davon kommen. Vielen Dank. Gleich im Anschluss daran noch eine zusätzliche Frage, die gerade reingekommen ist. Vielleicht etwas provozierend, aber sorgt dann immer für Stimmung. Hat die TUI ab morgen noch einen Versicherer? Ist die Frage. Und die zweite, die vielleicht in der Nähe sich dieses, in der Nähe des Themenumfelds sich befindet, wann kommt denn eine Insolvenzversicherung für die Airlines? Ja, also das ist eine sehr gute Frage. Erstmal zur TUI, das weiß ich nicht. Aber in der Tat ist, also mal ganz unabhängig von der TUI, kommt natürlich diese Neuregelung just zur Corona-Krise nicht gerade ideal vom Timing her. Die ganze Branche leidet unter dieser Krise. Die ganze Branche hat mit Sicherheit oder jedenfalls in weiten Teilen Bonitätsprobleme mitgenommen oder wird sie mitgenommen haben aus dieser Krise. Und insofern ist natürlich so ein Sicherungssystem, das sehr viel mehr auf Bonität achtet und auf Risiko achtet in Zukunft, sicherlich kein guter Start, nachdem man von so einer Krise geschüttelt wurde. Und das gilt für die TUI genauso wie für viele anderen. Bei der TUI ist vielleicht insofern noch besonders hart, als dass die, ich hatte es vorhin erwähnt, Mitglied in diesem Deutschen Reisepreissicherungsverein ist, zusammen mit der Dertouristik, Rewe Dertouristik. Und hier also die BaFin angemahnt hat, dass hier also deutlich höhere Sicherheiten zu leisten sind, damit dieses Konstrukt weiterhin akzeptiert wird. Wann kommt die Insolvenzversicherung für Airlines? Man müsste sich fast wünschen, bald. Denn wir haben doch schon so manche Insolvenz erlebt, dass selbst die gute alte Lufthansa hier an den Rand der Existenz gedrängt werden würde. Das hätte sich wahrscheinlich keiner von uns je erträumt. Aber auch das ist, wie wir alle gelernt haben, durchaus zumindest mal im Bereich des Denkbaren und Reellen. Und auch hier stehen Kundengelder immer im Feuer. Und da muss man sich dann schon fragen, wenn der Veranstalter, also der mehrere Leistungen paketiert, Anzahlungen nur dann nehmen darf, wenn er abgesichert ist. Warum ist das mit der Airline nicht so? Zumal ich eine Airline wie einer Thai Airways, die im Übrigen in der Insolvenz ist, oder einer South African Airways, wie komme ich denn da je an meine Gelder? Da muss ich mich mit einem Insolvenzversicherer in Thailand oder in Südafrika auseinandersetzen. Vielen Dank. Ich glaube, da haben wir jetzt auch von den zusätzlichen Fragen, die noch reinkamen, eigentlich alles abgedeckt. Jetzt gibt es noch eine ganz grundsätzliche Frage. Wieso braucht es denn überhaupt eine Kundengeldabsicherung, wo doch Urlaubsreisen, wie es so schön heißt, ins ferne Ausland kein Grundbedarf sind, sondern eigentlich Luxus? Das ist vielleicht eine schöne Frage zum Abschluss, bisschen polemisch. Ja. Die Frage kann man durchaus stellen. Ich fürchte nur, dass diese Büchse der Pandora des Verbraucherschutzes einfach geöffnet ist. Und insofern wird man dieses Rad mit Sicherheit nicht zurückdrehen und schon erst recht nicht vor dem Hintergrund der Insolvenzen, die wir hatten, vor dem Hintergrund der Thomas Cook-Insolvenz, wo Leute auf dem Trockenen sitzen geblieben sind und bangen mussten, ob diese Gelder abgesichert sind oder nicht. Also das sieht der europäische und auf dieser Grundlage dann auch der deutsche Verbraucherschutz so vor, dass das abgesichert sein muss. Und klar kann man grundsätzlich die Frage stellen, ob das sein muss. Aber ich denke, ernsthaft wird sich das auch kein Politiker stellen, diese Frage. Vielen Dank für die dann doch etwas salomonische Antwort. Aber ich glaube, anders geht es auch nicht. Ich denke mal, dass da doch sehr viele Fragen beantwortet sind, dass wir einen Ausblick haben, was auf die Tourismusindustrie in Zukunft zukommen wird. Es bleibt zu hoffen, dass es tatsächlich zu mehr Gerechtigkeit zwischen den großen und den kleinen und mittelständischen Reiseveranstaltern kommt. Das System, das denke ich auch, bietet Ansatzpunkte dafür. Und ich glaube, dass wir als Wirtschaftsbeirat auch das begleiten sollten, damit tatsächlich auch die kleineren und mittleren Unternehmen in dieser Branche
eine Überlebenschance haben und wir nicht nur mit den ganz großen Konglomeraten zu leben haben. Herzlichen Dank, Florian Dukic. Sehr gerne. Vielen Dank an alle Teilnehmer dieses Streams und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.